Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute gegen Kanayo. Oder Kanalo. Keine Ahnung. Ein Zerg auf jeden Fall. Wieder auf Port Alexander. Was ich immer noch komisch finde so. Wobei ich glaube, wenn man vom Russischen ins Deutsche übersetzt, wird ein X tatsächlich mit drei Buchstaben geschrieben, ne? Wobei das war anders. Wenn man einen Namen, der deutsch ist, ins Russische übersetzt, weil es im Russischen kein X gibt, glaube ich, so war's. Noch irgendwie sowas war das, weil ich heiße ja Felix, deshalb weiß ich, dass mein Name, wenn man das in kyrillischen Zeichen schreibt, unglaublich viel länger war, weil man eben kein X schreiben konnte. Und warum schreibt der Hi Heffern oder noch mit groß geschriebenen H? Warum hat er am Anfang so viel Zeit? Weil er mich hier ganz doll käsen mit einem Early Pool. Könnte sein. Wir werden auf jeden Fall Gateway First spielen, kein Nexus First. Aber eben an der Natural. Puh, ja, wie man hier wallt, weiß ich noch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das ist schon mal ein Overlord. Ich dachte gerade kurz, es wäre eine Drohne, das hätte mich etwas irritiert. So, da kommt die Hedge, alles okay. Wir gucken mal einmal kurz rein. Wobei die Hedge vom Timing her stimmen dürfte. Dürfte eine Hedge First sein. So, wollen wir einen Kenrush andeuten? Aber eigentlich hilft uns das nicht so richtig viel, wenn wir das machen. Zumindest noch nicht, wenn, dann müssten wir das jetzt gleich machen. Nachdem wir unsere Hedge haben und ich glaube, das ist dann auch unser Plan. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich glaube nicht, dass uns der Kenrush noch abgekauft wird, aber wir sind ja Random-Spieler, vielleicht kann man diese Tatsache nutzen. Tatsächlich wollte ich das ganz gerne mit... Nein, jetzt greif mich hier doch nicht an. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbohren können. Eine Drohne. Wenn, dann pull alles hier. Das finde ich okay. Uns fehlen Mineralien. Boah, hey! Hört auf, unsere Sachen anzugreifen! Bin ich auch ein bisschen spät dafür, um ehrlich zu sein. Gott! Was wird das denn hier für eine Wall? Naja, so ist sie auch zu, glaube ich. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich weiß aber nicht, ob der Stalker durchpasst, um ehrlich zu sein. Früher habe ich mal voll gerne einen Blinkstalker plus 2 Push gespielt. Das ist aber nicht mehr so geil möglich. Vor allem, weil man ja nicht mehr einen... Forge First Opening spielt, aber vielleicht sollte ich mal irgendwie sowas in der Art nochmal probieren. Aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge werden wir auf den Arkendrop einfach gehen. So. Du machst dann in die Mitte zu. So, du gönnst uns tatsächlich mal eben ein Dings. Mal eben hier kurz ganz dicht. Mich hier zu sehr nervt. Ehre den Dalai Lama. Die Schlacht wartet. So. Uns fehlen Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt haben wir zwei Adepten. Vorwärts. Wir brauchen mehr Mineralien. So, so. Uns fehlen Mineralien. Ich hätte in die andere Richtung rennen sollen, weil ich glaube, man nimmt die dritte eher da. Keine dritte. Oh oh. Das gefällt mir jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Uns fehlen Mineralien. Würde ich mal sagen, Krono, musst du doch lieber den Immortal anstatt meinen Drop hier, den ich eigentlich geplant hatte, umzusetzen. Relativ viele Drogen einfach nur. Warum war da keine dritte? Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien.
Ihr Bruch sieht aus, als sei die Forschung abgeschlossen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Vergleichsweise viele Dingens da. Wir brauchen mehr Mineralien. Wo werden wir Najaka Mina. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Drohnen da für einen All-In. Ehrlich zu sein. Da kommt was. Was kam da? Wir dienen mit Stolz. Linge. Da kommt leider nicht mehr rein. Das sind tatsächlich nur Linge hier. Brauchen wir gar nicht so viele Immortals. Machen wir trotzdem. Wahrscheinlich wird es dann aber eher ein Baneling-Bust als alles andere. Das ist auf jeden Fall eine Hedge. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarten können. Gut, also Echsen machen wir mal erstmal nicht. Aus naheliegenden Gründen, glaube ich. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Unglaublich viele Dinge, die er da hat. Also mich würde es sehr wundern, wenn das jetzt kein Banning Bust wird. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarten können. Wir haben Zillit Charge. Da kommen sie. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauen. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Najaka Mina. Gut. Ich glaube nicht, dass wir hier... Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Die Erstgeborenen. Mein Leben für Ayur. So. Der Kampfesruhm wird unser sein. Möge mich hierher. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Ohne Zusatz. Mein Leben, der Kampf ist Ruhm für mein Leben für Ayur. Nein. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Also jetzt halt Two Base. Uns fehlen Mineralien. So. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Kommen die Immortals hier mit durch? Haben wir mal wieder nicht hier? Auf unsere Sonden abgesehen. Ich vernahm euren Ruf.
So. Gut. Alles lebt noch. Dann würde ich sagen, ist das doch der gute Zeitpunkt zu pushen, bevor hier gleich die Mutas da sind. Weil eigentlich ist die logische Konsequenz, jetzt auf Mutas zu gehen. Vor allem, weil er nur auf Linke gegangen ist bisher und er deshalb unglaublich viel Gas haben dürfte. So, ich hätte gerne einen Darkschwein, um ehrlich zu sein. So. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. In eilig. Pushen wir mal los. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt setze ich auch mal auf Stalker. Uns fehlen Mineralien. Ich glaube, dass das angebracht ist. Relativ könnte er auf Lurker gehen, aber eigentlich hat er da nicht genug Zeit für. Ja. Das war doch zu wenig, auch wenn ich da ein bisschen verkackt habe. Uns fehlen Mineralien. Ist nichts mehr. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Ja, easy. Immer noch keine neue Natural. GG. Das war ein komisches Spiel. Ja, sehen wir hier. Also er hat halt, selbst wenn nichts mehr von meiner Armee übrig geblieben wäre, hätte ich ja nochmal nachwarpen können. Und er hatte hier zwar noch einige Arbeiter, aber Abbaurate ist halt drastisch eingebrochen. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal ganz kurz wissen, na, das ist jetzt immer ein bisschen blöd mit dem ganz kurz wissen, weil bis man durch so ein Replay durch ist, dauert es ewig, ob er hier irgendwie eine Basis hat oder da noch. Muss man eben ganz kurz durchskippen. Ansonsten muss man sagen, ich habe halt gesehen, dass er keine dritte hatte, zumindest keine reguläre dritte, und dann haben natürlich bei mir alle Alarmglocken geläutet. Dann habe ich noch gesehen, dass da unglaublich viele Linge waren. Das sagte mir dann, okay, das wird ein Baning-Bust, und genau so war es dann ja auch. Aber das ist gegen Protoss tatsächlich sehr riskant, das zu machen, weil man einfach durch Forcefields unglaublich viel halten kann. Er hatte eine Makro-Hedge, okay, daher hatte er die vielen Linge. Ja, und er hat jetzt zum Schluss halt ganz viel Angst vor Mutas. Die wären aber nur relevant gewesen, hätte er sich irgendwie ganz viele Larven aufbewahrt. Also wenn er jetzt irgendwie mit 12 Mutas um die Ecke gekommen wäre, was er gastechnisch, wenn er vernünftig Gas gemeint hat zwischendurch, obwohl er nur Linge gebaut hat, hätte er es definitiv hinbekommen können. Und Gas ist ja das Teure bei Mutas. Aber dadurch, dass natürlich beide Hedges gefallen waren, war es dann natürlich auch sehr, sehr schwer, das zu sehen. Und wir sehen es jetzt hier gerade, er hat nur die zwei Bases. Selbst wenn er gleich irgendwo noch eine neue gebaut hat, das zählt dann quasi ja schon nicht mehr. Wir sehen das hier, also hier, die wurde schnell rausgenommen. Hier Mining auch drastisch eingeschränkt. Jetzt hier die muslimische Replay-Analyse, weil ich gewonnen habe. Hat halt unglaublich viele Linge, das muss man halt schon wirklich sagen. Aber bringt halt nichts. Ich hätte da ein bisschen geklumpter stehen sollen. Also das war kein effizienter Trade von mir. Aber er hat für Ablenkung gesorgt und das mache ich auch ganz gut. Ich hätte nicht gehofft, dass ich da schon die Hedge rausnehmen kann. Konnte ich in dem Moment nicht, konnte ich aber danach. Ja, er hat hier die Base dann gebaut. War also Two Base dann, als ich die hier gefokust habe. So. Was habe ich hier in meinem linken Ohr, was sich komisch anhört? Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme auch habt. Wahrscheinlich nicht. So, naja. Okay, ja, und dann war das Formsache. Auch wenn ich dann hier nochmal einiges einstecken musste, wenn wir uns mal einmal kurz auf Unit Lost gucken. Meine Arkans haben halt nicht so geil connected, wie ich gehofft habe. Aber trotzdem hat er halt mehr verloren. Ja, und dann war es gegessen, weil er immer noch keinen Tech hatte. Zwar ein Leertech, aber ich hätte ja sogar die Tees jetzt noch warpen können. Aber das hilft dann auch nicht mehr. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und stimmt beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts die nächste Folge klicken, unten rechts ein Aspekt von mir, und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.